Hallöchen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Play and Talk hier auf GenX Reloaded. Bei unserer wertgeschätzten Königin Rückfrieda. Und ja, sie wirkt ruhig, weil sie immer noch jeder Herausforderung irgendwie trotzen konnte. Wenn auch immer noch auch mit sehr viel Glück dabei. Ja. Und jetzt hat sie sich überlegt, durch den Anspruch, den ihr zugefallen ist, an das Königreich von Schweden, dass wir uns eventuell dahin orientieren sollten. Die Schweden selber sind momentan ein bisschen angeschlagen, haben mit einigen kämpfen an einigen Fronten und sind daher nicht ganz so stark. So. Zumindest im Gegensatz zu uns. Wir sind momentan gut aufgestellt und es fehlt uns aber noch an weiteren Champions. Wir können auch zurzeit keine rufen beziehungsweise einladen. Und auch wenn, wir haben momentan noch gar nicht das Geld dazu. Deswegen müssen wir auch noch warten. Oh. Deswegen. Sollen wir gucken, ob wir da wirklich hinziehen schon. Oder ob wir doch erstmal unser eigenes Reich wieder einen. Da der Oberhäuptling Torkan von Ubranosch sich hier das Häuptlingstum von Tver geholt hat, das ja eigentlich zu uns gehört. Und deswegen würde ich sagen, dass wir uns das vielleicht erst zurückholen. So. Ich kann ja schon mal die Truppen, zumindest die, wir haben hier eine Fahne. Gut, dann können wir die da, aber muss ich gleich auch dran denken, die da auszuheben. Sonst ich einfach auf alle ausheben gehe, dann teilt er das wahrscheinlich wieder auf und dann wäre das ein bisschen doof. Gut, hier wird noch mehr Kontrolle gearbeitet und wenn ich recht denke, wir haben hier noch einige. Das heißt, vielleicht sollten wir oder müssen wir auch erstmal wieder bei uns für Ordnung sorgen. Ja. Zumindest da, wo es besonders schlecht aussieht. Lassen wir es mal noch mal kurz laufen. Schauen wir mal, was passiert. Ein bisschen Geld sammeln. Das Bündnis mit Häuptling Bragi von Chalauen. Oh, ist ausgelaufen. Ist vorbei. Schade, der hat uns so gut geholfen immer. Ist an alter Schwäche gestorben. Gut, ja, 74, da kann man schon mal sterben. Ja, Häuptling Ragnar, schöner Name, ist ein neuer Häuptling und wir können nicht aus keinem Bündnis. Hier sind wir noch dabei, unseren Imbjörfer zu. Ja. Zu. Wie heißt jetzt? Zu beeinflussen. Genau. Danke. Das dauert aber auch noch ein bisschen, wie man gesehen hat. Bekanntschaften schließen. Jörende schien unser letztes Festmahl viel Freude bereit zu haben. Er unterhielt sich prächtig mit allem dort, sogar mit den Erwachsenen. Schadet nie, neue Freunde zu gewinnen. Jo, gesellig ist sehr gut. Nämlich zwei Diplomatie, Anziehungsmeinung steigt um 5 Punkte, Komplettstärke und steigt auch. Und andere Charakter mit der Eigenschaft gesellig haben auch eine bessere Meinung. Ja, ansonsten lassen wir es jetzt mal ein bisschen laufen. An diesem schönen sonnigen Sonntag. Also, im Real Life.
Mal schön, dass die Sonne wieder ein bisschen mehr draußen ist. Auch wenn es ein bisschen schade ist, dass das Wochenende schon wieder rum ist. Gut, Vieh. Okay. Also. Druckmittel auf das haben wir denn gegen den irgendwas? Oder können wir von dem irgendwas verlangen? Ein Kerker. Ein Champion von uns, ein guter Champion. Ja, also gibt nichts, womit wir den irgendwie erpressen können. Wir können ihn aber verheiraten, er ist ja, wie war er jetzt 50, ist er schon. Ja, die Halle ist gefühllos, paranoid und zufrieden. Unhaft, zynisch, göttlich. Ja, gehen wir mal hin, das Laub. Kriegt der Prestige, die kriegt Prestige. Das ist doch gut, da haben doch beide was von. Okay, dann sparen wir mal ein bisschen Geld an, warten bis unser. Oh. Achso. An die imposante Königin Rückenfrieder von Gardariki. Herzog Herrn, nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Euer Höfling Bergbör und meine Mutter Halla gehen den heiligen Bund der Ehe ein. Möge Lempo diesen Bund segnen. Gezeichnet Häuptling Frerika von Wärmerland. Okay. Ja. Ja, das Problem ist, die letzten Monate hier waren sehr kriegsreich, wie ihr euch erinnert. Das hat natürlich an den Ressourcen ein bisschen geknabbert, an den Geldreserven. Und ja, jetzt ist. Und ja. Das müssen wir natürlich jetzt ein bisschen aufpatzen wieder. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt. Ich wollte wissen, was meine Tochter Ür davon dachte und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie meinte, sie habe daraus gelernt, dass man sich nicht übernehmen sollte. Jo. Das ist furchtbar gefährlich, sich zu übernehmen. Mit Verwaltung. Ich kann sie gerecht machen. Man muss die richtige Ausübung des Gesetzes lehren. Ist denn besser? Was voll oder? Recht. Ja, das ist halt für die Verwaltung, für die Meinung natürlich gut. Ja, aber ich maßvoll reicht. Gerecht kann sie ja trotzdem sein. Okay. Gebaut wird jetzt weit nicht. Was da? Unsere Bekanntschaft Hödre und Bürthilde heiraten. Moment, wieder los. Armbjörn ist. Die Altum von Vespien und ein anderer Titel gehen von Jarl Armbjörn von Vespien auf euch über. Okay. Sicher habe ich jetzt auch wieder zu viele gehaltene Herzogtümer. Dann kann ich das von Vespien wieder abgeben. So, jetzt vier. So, Champion, den geben wir uns dann. Ja, nicht an den Ehemann, dann ist er ja nicht mehr an meiner Seite. Obwohl, das sei schon, aber. Der kann dann nur auf dumme Ideen kommen. Oh, der sieht gut aus. Faul, zornig, stur. Oh, die Haltung von Vespien und das Häuptlingstum.
So. Was haben wir noch? Ja, die wenige Kontrolle in den Gemeinden kennen wir ja schon. So, Lehrerratsposten und wieder unsere Ratskanzlei. Oder haben wir? Puschkin. Den hatten wir schon mal, das ist doch der. Och, der mag uns gar nicht. Das ist doch der Bauernaufständler. Ja. Nee, damit lieber den. Der mag uns zumindest. Weil hier ist einfach zu das Risiko zu groß, dass er uns irgendwie in den Rücken fällt. Was ist denn da los? Ja, die sind natürlich alle unzufrieden. Wer geht beim wenigsten Steuern gerade? Ja, dann gucken wir mal. Wie wird gerade noch gebaut? 9 Monate noch. Okay. Nächste wäre Rusa. Da ist überall gebaut und ich kann ja einfach keine neuen Besitztürme bauen. Aber ich kann verbessern. Verbessern kostet 110, 300 Prestige und dauert 3 Jahre. Dadurch ist Festungsstufe ist erhöht, Verteidigungsvorteil ist erhöht, Aufgebote und Generationsstärke. Ja, machen wir den mal. Oder erstmal mehr Geld. Also, wenn ich die Innovation statt Planung und ich habe hier auch nichts zu melden. Das heißt, hier werden Aufgebote 100 mehr. Nee, das ist besser. Gut. Ja. Bei 3 Goldstücke, also 3,4 Goldstücke pro Monat sind einfach zu wenig, wie ich finde. Da müssen wir dann unbedingt was tun. Gut, ja, ich kann ja immer nur einen Komplott zur Zeit machen. Sonst würde ich vielleicht auch mal mich drum kümmern. Neu, bisschen laut gewesen gerade. Neue Sprache zu lernen. Wen habe ich denn getötet? Ach ja, genau. Ja, hinrichten lassen. Hier. Irgendjemand, der spricht meine Sprache. Ich spreche doch gerne meine Sprache. Ach ja, welche? Finnisch. Finnisch. Unbürfel wurde beeinflusst. Jetzt sind wir noch bei minus 21 negativer Meinung zu uns. Also logisch negativ, ist ja minus. So, der braucht noch 2 Jahre. Wucherung des Stammbaums. Tagelang war ich besessen vom Rurikid-Stammbaum und nun bin ich mir sicher, niemals kann Oberhäuptling Björn schlüssig beweisen, dass er ein Elternteil von Dimitri ist. Wo es an Beweisen mangelt, kann man
selbst welche schaffen. Höchste Zeit, dass ich eine neue Wahrheit für die Abstammung von Dimitri verfasse. Regulov wäre ein guter, ausgezeichneter Vater. Was bringt denn das? Wird er in der Lage sein, Dimitri als Bastard von Rolf Krogwollert auszugeben? Ich werde also ein Tränkespiel. Oder negativ, ich verliere 100 Prestige und Björn verliert 30 Meinung von mir. Nein, das muss ja nicht sein. Ich werde in der Lage sein, Dimitri als Bastard von einer auszugeben. Also genau das gleiche, kann mir nur einfach. Nee. All diese dynastische Geschichte könnte noch zu etwas anderem gut sein. Warum soll ich da habe ich habe keinen Grund. Ah. Ich habe keinen Grund da irgendwie ihn jetzt. Das Bein zu Gesetz. Macht im Wohlstand. Gebäudebaukosten werden gesenkt. Besitztümerbaukosten werden gesenkt. Monatliche Verwaltungslebenswandel. Verwaltungslebenswandelerfahrung plus 10. Okay. Dann mach ich mal weiter, ne? Ja, aber das ist doch gut. Sehr schön. Und hier sieht auch ganz nett aus, bis halt auf die fehlenden Champions. Kann man mal Bescheid sagen, wenn das wieder möglich ist. Jo, was machen wir denn jetzt? Ja. Das Problem ist, ich könnte natürlich jetzt Krieg anfangen. Also von der Armee ist es stark genug. Ich habe auch genug... Moment, hier einfach Palisade in Pskov wurde gebaut. Ich hätte auch noch... Verbündete habe ich ja auch noch. Das wären auch noch, 1615. Okay. 299. Okay. Ja, aber auch davon abhängig. Also die meisten hier in der Gegend können da nicht viel gegensetzen. Nicht viel entgegensetzen. Auch Schweden nicht. Obwohl die sich natürlich langsam berackern. Ich kann einfach mal gucken, wie das von den Aufgeboten aussehen würde. Ansprüche von Königreich von Schweden. Ja, der hat insgesamt 2000, etwas über 2000 und ich habe etwas über 7000. Ja. Das heißt, das dürfte nicht so das Problem werden. Sei denn natürlich, die haben auf heimischen Grund jetzt irgendwie besonders stark für Abwehr. Kann natürlich sein. Aber wie ich ja gerade schon am Anfang des Videos sagte, wenn ich, der Folge des Videos, das ist ja dasselbe. Entschuldigung. Sagte, werde ich erstmal mein Reich wieder vollständig machen. Und daher werden wir erstmal Krieg gegen Obronosch führen. Und ja, zumindest um Twer erstmal zurück zu uns zu holen. Weil das sieht ja auch kacke aus, so mittendrin da. So ein Fleck. Passt zwar farblich, aber muss ja nicht sein. Ist doch kacke. Gut. Machen wir das jetzt schon? Also er ist da oben noch beschäftigt, ist aber bald fertig. Also es ist bald. Wie sieht das hier aus? Ja, die können noch keinen in 15 Monaten. Ohoho. Erwisch und Odi. Wie lange braucht er noch? 20 Monate, ja, super. So, dann
kann ich immer gucken, was das jetzt gebracht hat wegen den. Oh, hier waren das voll. 71. Immer noch 100. Aufgebot, Kontrolle, Zuwachs. Kontrolle, Zuwachs ist immer gut, gerade in Pskov. Ja, machen wir das mal. Oh. Ja, es ist nicht einfach, Königin zu sein. Ach, die gefährliche, die Fraktion wird gefährlicher. Ja. Wow, was ist denn jetzt los hier? Nachbarschaftskrieg entschieden, machen wir erstmal das Kleine hier. Nachbar, Häuptlinge, Mikikoa hat gegen Aristark. Na gut, ich will mal anfangen. Es ist mir zu Ohren gekommen. Dass ihr jemanden mit meinen Talenten brauchen könntet. Meine neue Bekanntschaft, Hakon, tritt lächelnd an mich heran. Wenn ihr meine Dienste wollt, so zögert bitte nicht, mich darauf anzusprechen. Hakon, wie mein Papa. Was bist du für einer? 24 Ränkespiel. Ja. Warum ist denn da? Achso, mein Cousin. Na gut. Kostet der mich was? Nö. Ja, dann nehmen wir den mal. Zack. Zack. Hühnblüffer wurde auch beeinflusst. Ja. Wieso kann ich den nicht zum Bartspitzel machen? Ich hab den doch. Na cool. Hab ich doch an den Hof rekrutieren. Ach, jetzt will er Geld, doch Geld. Ach, jetzt ist er nur gezogen als mein Gast. Ach so, okay. 15. Na gut. Aber ich hab ja gerade, warum ist denn der so schlecht? So. Mehr hab ich. So. War ja kein mächtiger Vasall. Dafür mag Hakon uns jetzt, ist jetzt bei 100% Meinung von mir. Ja, aber es wäre ja gut, wenn wir jetzt irgendwie nochmal was zu Ende kriegen würden hier. Bevor die Folge endet. Wir müssen aber ja nicht so weit, beide nicht so dicht beieinander sein. So. Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, das ein bisschen schneller? Das ist die Kontrolle und die Meinung. Jörundre wird erwachsen. Nun, da er erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Jörundre. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um ihn die Feinheiten jeder Art von Gelehrsamkeit näherzubringen. Doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen ist. Er war nie wirklich gelehrsam, noch wenigstens beherrschte sicher gewisse Zitate aus den Klassikern. Er wird wahrscheinlich nie große Theoreme verfassen, doch vielleicht, vielleicht wird er welche lesen und verstehen. Wow. Ist er denn so dumm? Ja, gut. Also, der kann ja gar nichts. Ja, außer kämpfen. Ui. Ja. Huch, Mann. Ein erkenntnisreicher Denker. Na gut. Uiuiuiui. Ist da schon wieder. Ist schon logisch, ich kann jetzt heiraten.
Was haben wir denn da? Ja, so eine alte. Was heißt alt? Also, ne? Im Vergleich zu ihm. Die ist ja, ja doppelt so alt. Von den Aparten. Das ist doch Ungarn. Oder nicht? Ist so weit nicht weg. Gesellig ist sie großzügig und geduldig. Haben wir da irgendwas von? Oh, es gibt ihnen Prestige. Ja, muss ja auch nicht immer alles in einem Bündnis enden, nicht wahr? Das ist ja auch nicht Erbe, also nicht unser Spielerbe. Machen wir das mal so. Doch, nicht schlecht. Die imposante Rücknefrieda, achso, die nimmt vorgeschlagene Heirat an. Camilla. Oh, die mag mich leider nicht. Einstweiliges Misstrauen. Es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Das könnte ich zu meinem Vorteil nutzen, wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken, fehlen ihnen Zeit und Ressourcen, gegen mich zu intrigieren. So, das wieder hatten wir ja schon mal, ne? Ja, aber das ist besser. Ist immer noch besser, den Hofspitzel zu haben, falls da nämlich irgendwas ist. Können wir einen neuen Ränkewandel, Lebensstil, Ränkespiel, Lebenswandel suchen. Ruf der Schatten, komplette Stören und Dreck füllen. Ja. Wie das? Und dann nutzen wir das nämlich auch gleich. Und zwar. Vielleicht kann ich den ja, der ist ja neben mir. Kann ich mal gucken, ob ich da was finde. Dann kann ich. Ach Quatsch. Nur mal gucken. So. Bin ich aber hier ein bisschen. So. Da muss sie hin. So. Das ist schon besser. Ja, vielleicht kann ich sie ja meine Nichte. Wurde gefangen genommen. Oh, 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 oh. Ja, vielleicht kann ich das ja nutzen. Um ihn vielleicht sogar zu vasalisieren. So. Oh, mein Ratsmitglied ist gestorben. Natürlichen Todes. Und mein Neffe wurde freigelassen. Ah, ja. Natürlich wieder unser Ratskanzler. Ja, ich kann ja nicht keinen Verbrecher einsetzen. Das ist mein Ratsmarschall. So, hätte ich aber jemanden müssen. Kann ich von hier aus machen. 22. Ach, das ist auch er. Ja, Löcknief und Vespien. Ah, dann kann ich ihn ja. Kann ich ihn ja tauschen? So. Da kommt dann Jarl Höckni hin. Doch mächtiger Vasal, freut er sich. Zack. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Häuptling Girtenfress beeinflusst. Das komplett ist beendet. Warum auch immer. So, gibt's da noch irgendwas? Nee. Okay. Also, meine teure Mutter, ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und euch mir beim Krieg um den Anspruch von Häuptling Jirikza auf Jarltum von Bergslagen anzuschließen. Okay. Da oben. Schwedin. Wie sieht das hier aus? Der Angriff hat 879 und wieso?
Ach so, wieso greift die denn da überhaupt an? Und das schaffst du doch wohl alleine. Mädchen, ey. Dann löse ich wieder auf, weil die Kosten uns eindeutig zu viel. So. Die Verschiffung kostet 2 Gold, das geht ja noch. Ein scharfes Auge. Ihr schien unser letztes Festmahl viel Freude bereitet zu haben. Sie hörte gar nicht mehr damit auf, von den edlen Gewändern und dem funkelnden Gold zu reden, das sie dort gesehen hatte. Dies sind die Symbole der Macht, mit der unsere Welt regiert wird. Gierig. Ich werde ihr zeigen, wie man bei einem Festmahl Freunde gewinnt. Gesellig. Oder lüstern. Ich habe gesehen, wie ihr die Dienstbotenkind angesehen habt, ihr. Ja, sie ist einsiedlerisch, also wird sie ihr nicht zeigen, wie man gesellig wird. Ehebrecher. Aber war eine berühmte Frohnatur vor sie, also würde schon passen, aber es würde jetzt halt nicht mehr passen. Zynisch und gierig ist die eh. Lüstern bringt ja sonst so viel nicht mehr. Ja gut, Ränke spielen, Fruchtbarkeit und Komplettstärke. Meine Tochter zu einer sonst was machen. Gut. Bei meiner Tätigkeit am Hof von Oberhäuptling Torkan konnte ich keine Geheimnisse entdecken, die seine Gemahlin Oberhäuptling Aibi haben könnte. Allerdings müssen wir uns nicht zwangsläufig von der Wahrheit aufhalten lassen. Es wäre kinderleicht, einfach dafür zu sorgen, dass Aibi plötzlich doch Geheimnisse erhält, hat, von dem die Welt nichts erfahren darf. Wozu? Achso, bringt das. Ja, aber nee, das bringt mir ja nichts. Ja, gut. An die ekelhafte Königin Rückenfrieder. Viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammer und eure Vorratskammer leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Gezeichnet Anführer Matfei vom Bauernhofstand. Ja, mir, das hat Pech. Düt. Huch, halt. Oh, 52 Tage in der Zeit könnt ihr mir da ja alles platt machen. Na gut. Hopp, hopp. Bisschen schneller als sonst. 1000. Na gut. Oh, da kommt noch mehr. Ja, dann müsst ihr wieder zurück. Kommt mir leid. Oh nein. Nein. Ey. An die imposante Rückenfrieder. Bei meiner Tätigkeit im Hof von Oberhäuptling Torkan konnte ich keine Geheimnisse entdecken, die sein Sohn und Erbe Moksha haben könnte. Allerdings, bla bla bla, könnte wieder, will ich nicht. Gibt keinen Grund, warum wir nicht stattdessen Feinde sein könnten. Typhus, meine arme Tochter, heute erhielt ich schreckliche Neuigkeiten. Meine Tochter Ür ist krank. Typhus. Der Ausgang ist unsicher. Der Tod verzweifelt an ihrem Bett, doch. Er verweilt an ihrem Bett, doch. Sie könnte überleben. Rako allein weiß es.
Der Arzt will wissen, wie meine Tochter zu behandeln ist. Oh, die Zoe ist 13. Drastische Maßnahmen. Betreuer einschätzen. So. Ach, was mache ich denn, Leute? Forderungen zwingen. Und so Fraktion wird aufgelöst. Anführer Mattfall wird eingekehrt. Kehrt. Blibbidi blab. So. Da werden wir überfallen. Ja gut, dann kommen wir nicht mehr hin. Rechtzeitig. Das bringt ja nichts. Eine Fraktion, die sich zum Ziel hatte, hat sich aufgelöst. Aufgabe beendet. Ja. Aufgabe abgebrochen. Ach ja, im Woli, logisch. Der wird belagert, Woli wird belabert. Er belabert vielleicht auch. Gut, dann. Zack. Macht ihr erstmal hier weiter. War der doch eh schon fast fertig. Mann. Dann kriege ich Erbe. Wie sah die Schlacht? 32 haben wir verloren und die 1098. Alles platt gemacht. Mein Mann, 33. Tapfere Recken des Feindes geschlachtet. Wo willst du denn hin überhaupt? Ach, die hauen jetzt wieder ab. Wo wollen die denn hin? Meine Tochter, ihr ist genesen. Es war Typhus. Wunderbare Neuigkeiten. Akka sei gepriesen. Das ist doch schön. Muss ja auch nicht sein. Die war 13. Muss ja nicht sein, dass sie mit 13 mit Typhus stirbt. Das ist ein Schatz. So, und der will da jetzt sich reinschleichen. Gut, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, dass der Ton jetzt ein bisschen besser war. Ja, die Premiere meines neuen Mikrofons. Einstellungen müssen wahrscheinlich noch angepasst werden. Aber jo, für den Anfang. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Und ja, bis dann, alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Tobi.